Lilo, kurzer Tipp, ein furchtbar kurzer Tipp zu Ubuntu 16.04. Wir sind es gewohnt seit 100 Jahren, eigentlich seit 11.04, ne, seit 2011, dass dieser Launcher, der hier so ist, immer auf dieser Seite ist, nämlich Left. Seit Ubuntu 16.04 kann man den nach unten bewegen, ne? Startet dazu einfach mal den dconf-Editor. Sucht nach dieser Eintragung com-canonical Unity Launcher, ne? Und dann die Launcher Position. Die steht auf Left, das ist so. Und jetzt da mal drauf geklickt. Und jetzt gehen wir auf Bottom. Ne? Bottom ist unten. Bottom. Und dann ist es am Bottom. So. Und wenn man das wieder haben will wie vorher, entweder auf Standard setzen oder nochmal drauf. Und dann gehen wir wieder auf Left. Da geht er auch. Dann ist es wieder Left. Ja, gut. Wie sieht es am Bottom aus? Ja, am Arsch der Welt. Also quasi unten. Ne? Da sieht es dann so aus. Ne? Das geht genauso. Quasi wie oben auch, beziehungsweise links wie rechts, gleich in grün, nichts Besonderes, aber endlich mal zum Beispiel unten, ne, dass man hier den Mülleimer hat, schön Papierkorb leeren, Laufwerke drauf zugreifen, nichts Tolles, aber schön, jetzt ist es unten, ja, unten, ja, aber das andere Ding ist immer da oben. Ne. Gut, wir können ja, hatten wir ja schon mal gesehen, mittlerweile bei Verhalten auch noch die Sichtbarkeit der Menüs immer anzeigen in der Titelleiste. Und dann ist das auch schön. Ne? Dann ist das immer in den Fenstern drin. Ne? Zum Beispiel die Hilfe hier, Info. Immer in den Fenstern drin und oben drüber. Und jetzt, ich denke, kann man es ganz gut verwenden. Wie gesagt, wir haben jetzt Bottom. Bottom. Dconf Editor starten und Gutes. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.